Jo, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen back hier bei Days Gone. Ja, wir machen an der Stelle weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und wir werden uns jetzt erstmal hier in das Infizierungsgebiet begeben, dann zum Hinterhaltcamp und dann die Quest hier abgeben für, oder bei Viva, ne, für unseren Chemiker. Und genau, das ist der Plan. So machen wir es und dann geht's los. Warten die ja unten schon auf mich oder was? Oder wie oder was? Ach, da unten ist so ein Vetter. Naja, den können wir uns auch holen. Kein Problem. Wir können uns ja versuchen anzuschleichen. Sehr gut. Warte mal, hier ist eine Bäre, ne? Rauchig. Guck mal hier, gehen wir nochmal das Polizeiauto angucken. Ein bisschen Schrott rausholen. Muni werden wir nicht allzu viel brauchen. Glaube ich. Ja, wir haben in der letzten Folge mit Boozer gefunkt und er wollte am liebsten kommen, wollte Ricky Bescheid geben und Iron Mike wollte uns helfen kommen aus dem Schlamassel hier mit der Miliz. Aber Deacon hat ihm klar gemacht, dass das nichts bringt. Mein Moped. Warte mal hier. Ich dachte gerade, hier steht Kerosin, aber ist gar nicht. So. Hier ist noch eine Beere, die nehmen wir noch mit. Wir markieren uns das Gebiet auf der Karte. So, und dann geht es los. Moment mal, Nester hier habe ich anscheinend noch nicht beseitigt. Anscheinend nicht. Ich rieche ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Noch ein Nest. Am Fackeln. Messer halten. Bastard.
Habt ihr Probleme oder was? Oder noch zu wenige? So, jetzt ist der Kopf ab. Ruhe jetzt. Kann doch nicht wahr sein. Da stehen Salo und Glotzen. Schätze, ich komm später. Humblebug River infiziertes Gebiet. 73%. 73, ne? 73. Infizierungsbeseitiger 92%. Geschafft, verdammte Freaks. Die Durchfahrt müsste jetzt sicherer sein. Wieder Stuff für die Molotow. Überreste schnappen. Vielleicht ist ja sogar auch noch eine Truhe irgendwie versteckt, aber sieht nicht so aus. Ist er hingefallen? Tut mir aber leid. Jemand. Mehr Beute. Lol. Gut. Hätten wir das? Haben wir uns das Moped? Wo ist es denn? Eigentlich das erste Nest. War das hier drin? Ja, Tatsache. Da haben wir alle Überreste eingesammelt, schön. Dann können wir ganz in Ruhe weiterfahren. So, zum Hinterhaltcamp. Let's go. Und ich muss das Teil reparieren. Hat mir das nicht angezeigt? Also mit Weg und so. Sicherlich da hoch, ne? Keep out. Ist hier eine Höhle. Tatsache. Nee, das sieht bloß aus. Ich darf keinen von ihnen lebend entkommen lassen. Das war gewaltiger und Mörder. Erledigt. Jetzt der Rest von euch. Was? Nein!
15 Stück, 14 noch. Hab dich. So, reparieren wir erstmal die Keule. Jetzt hab ich dich. Steuert oder was? Weiter darum! Vorsicht! Man verletzt! Besser halt! Hetze! Deckungsfeuer! Du! Töte ihn! Ja, nimm den Schakteur! Ey, ja, wem tötet das die Frage? Fresse und nicht dahinter! Idioten! Feuert! Schubsen gilt nicht! Bekloppt oder was? Nimm dir mal ein Beispiel an den anderen, die sind schon tot. Gerne war. Und noch einer. Jetzt ist er richtig, Arschloch. Zurückziehen! Rückzug, ich brauch Deckungsfeuer! Brenn, du Arschloch! Brenn selber! Halt still! Werdet ihr keine weiteren Hinterhalte mehr legen. Ich frage mich, ob sie hier irgendwo einen Bunker haben. Ich wette darauf. Das gucken wir uns gleich an. Liegt noch mehr. Elektrischer Zünder und so. Und Nägel. So. Gut, dann müssen wir nach dem Bunker schauen. Wir haben noch lange nicht alle gelootet, ne? Was haben wir denn hier? Styropor. Könnten wir uns ja so ein Teil hier machen? Nee, was fehlt? Kerosin. Ich könnte vermuten, wo der Bunker ist. Ah, hier liegt er. Gut getarnt. So. Ach, komm.
Ach, okay. Sieht aber nicht nach Bunker aus, ne? Nee. Kommando zurück. Dann können wir die anderen auch noch löten. Manchmal haben sie auch richtig gutes Zeug. Der Bunker. Inventar voll. Ja, kannst du nicht machen, ne? Kein Bunker. Haben sie vergessen. Haben die voll vergessen mit einzubauen hier. Kann ja auch mal passieren. Ist schon tausendmal vorbeigerannt. Eine Luke, ja, hier ist sie. Wo denn? Ah, okay, jetzt sehe ich es auch. Alles klar. Naja, die war nicht gerade einfach zu finden. Eine Karte. Sieht aus, als hätten sie ziemlich viel markiert. 95%. Herstellungsrezept freigeschalten. Ah, Sprengbolzen. Sehr gut. Sehr gut. Ein paar Papiere, Notizen zum Bauen. Oh ja. Schauen wir mal auf die Map. Wir haben hier jede Menge Hinweistafeln. Hier ist noch mal eine Forschungsanlage dazugekommen, glaube ich. Hier auch. Hinweisschilder. Okay. Dann würde ich sagen, dass wir aber jetzt erstmal am besten, wenn es geht, eine Schnellreise hier hin machen. Aber dazu müssen wir erstmal zum Moped. Keule reparieren. Bei ihnen Säuge weniger haben. Noch ein Rehpilz. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Müsste eigentlich. Jawohl.
Das Tor auf. Steht dann eh wieder unten. Hey. Hey Mann, wie geht's dir? Mehr habe ich nicht gefunden. Oh Mann, was haben wir denn da? Oh! Bruder! Du bist ein Lebensretter, Mann! Jederzeit. Danke. Brauchen Sie sonst noch was, Weaver? Weaver, brauchen Sie... Großartig. Hey, Corporal St. John, du bist einer von den Guten. Du bist wie ein Bruder für mich. Prozent, er hat's nicht so mit Musik. Schatten des Todes. Hilf Sarah von Wizard Allen zu entkommen. Jo Leute, aber das heben wir uns auf jeden Fall für die nächste Folge auf. Na, wir haben einen neuen Fertigkeitenpunkt, den können wir noch vergeben. Sonst vergessen wir das bloß. Was? Drei Stück? Alter Verwalter, das habe ich ja ganz übersehen. Verbessert die sofortige Erholung und Wirkungsdauer eines Gesundheitscocktails. Gebt ihr bei geringer Gesundheit einen zusätzlichen Adrenalinstoß. Nehmen wir. Sehr schön. Was war das hier? Grüner Daumen. Die Fähigkeit beim Sammeln doppelt so viele Pflanzen zu erlangen. Gut, das nehmen wir auch. Und dann könnten wir eigentlich die letzte Fertigkeit hier auch noch nehmen. Dann haben wir Überleben komplett. Ne? Gucken, ob es da eine Errungenschaft gibt. Aber scheinbar nicht. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, wir haben unsere Quest für die nächste Folge schon klar gemacht. Schon auf der Map, auf der Karte. Bin gespannt darauf, sehr, sehr gespannt sogar, ne? Aber geben wir uns für die nächste Folge auf. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Und wenn das so ist, dann zeigt es mir mit einem Däumchen nach oben, ne? Kommentiert wie immer auch sehr, sehr gerne und fleißig. Lass ein Abo da, falls du das noch nicht getan hast, um nichts mehr zu verpassen. Wenn du zusätzlich das Glöckchen aktivierst, dann wirst du über jede Neuigkeit benachrichtigt. Alles völlig kostenlos und nur ein kleiner Klick. Bleibt mir gesund, meine Freunde, und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, ciao, euer Jens.